So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Wir sind ja hier gerade in Mutamins Challenge. Ich habe jetzt auch ein neues Programm, mit dem ich jetzt Neverwinter aufnehme. Da ja bei meinem alten die ganze Zeit irgendwie Grafikfehler waren, beziehungsweise das Bild halt die ganze Zeit scheiße war, recht lange dann überlegt, ob ich mir jetzt ein neues hole. Habe mich jetzt dafür entschieden, mir Bandicam zu holen. Und ja. Gehen wir doch mal gleich weiter. Ich war hier leider schon, also ich kenne das Ganze schon, muss jetzt wieder neu aufnehmen. Einfach nur, weil meine Aufnahme im Arsch war, komischerweise. Hat mich echt nicht gefreut. Du kommst mal her. Also gibt's noch ein Test zum kaputt. I shall do as you ask. Du sollst das Ding da kaputt machen. Das da. Ja. Mach mal. So, ich mach jetzt hier mal das da. Weil ich mir nicht sicher war. Aha. Gut, es war abgeschlossen. Es muss ein Silberring. Ich hatte bloß keinen Bock, dass wir da jetzt die ganze Zeit draufhauen, weil es dauert immer so Ewigkeiten. Und da habe ich keine Lust drauf. Wir haben auch ganz, ganz viel Scheiße wieder mal bei uns. Mensch, freue ich mich. Au. Hey. So, ein bisschen vorgehen. Fallen. Mal gucken, ob ich den jetzt erledigen kann. Natürlich habe ich ihn nicht erledigt. Weil, keine Ahnung, mein Typ scheiße ist. So. Jawoll, haut sie weg. Okay, für die beiden hier, die schon fest tot sind, brauche ich alles mit einsetzen. Das ist geschenkt. So. Du hast ein bisschen Goldstücke, finde ich gut. Bei dir weiß ich gar nicht mehr. Okay, Critical Wounds nehme ich hin. Schön, dass mein Hund angreift, aber die anderen nicht. Doch, der ist ja schon. Ist ja schon verletzt. Und liegt am Boden. Muss weiß ich, aus welchen Gründen er jetzt am Boden liegt, aber nehme ich ihn. Von mir aus. So. Ja, hier hinten können wir, glaube ich, noch gar nicht lang. Also ich bin, also ich habe die Vermutung, dass da hinten zum Beispiel der andere Weg ist, weil die haben ja hier zum Beispiel noch einen Weg rund, wo man von oben kommt. Ich habe die Vermutung, dass der Weg hier jetzt zum Beispiel der andere Weg ist, den ich hätte gehen können in der ersten Ebene. Wo ich halt das Rätsel gelöst habe, ich bin ja hinten bei der Spinne raus. Good to see you. So, keine Ahnung, warum da das immer wieder abbricht. Wenn du mir ein bisschen Heilung überlassen könntest, Freund, dann würde ich dir erzählen, was für Gefahren weiter vorne auf dich lauern. Es hat mich fast getötet. So, du bist verletzt, was hat das dir angetan? Ich werde dir mit Freuden alles über die Kreaturen erzählen. Und ich glaube, ja, und wie ich glaube, dass sie besiegt werden können, wenn ich, ja, wenn ich geheilt werde. Bitte, ich will, ich werde ansonsten nicht lange durchhalten. Ja, können wir schon mal machen. Die Info, die er gibt, ist eigentlich recht nützlich. Ups, das war nicht das. Die ist recht nützlich. Wenn man es nicht schon weiß, kann man das eigentlich ruhig machen. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe, mein Freund. Ich würde fast von diesen, ich war mir fast sicher, dass ich hier sterbe in diesem Dungeon. Ich wurde von diesen unsichtbaren Kreaturen überfallen in dem nächsten Raum. Sie sind sehr stark. Ich dachte, ich wäre gut genug, um sie zu bekämpfen. Aber ich war falsch. Aber ich lag falsch. Während des Kampfes ist einer von denen zu nah an diese Säule des Lichts gekommen und ist explodiert. Ich war zu verletzt, um die Vorteile daraus zu ziehen, von diesem Wissen rauszuziehen. Aber du bist es nicht.
Jetzt werde ich jetzt habe ich vor, meinen Weg hier rauszufinden. Vielen Dank nochmal, Freund. Ich wünsche dir das Beste an Glück. Ja, und zwar meinte diese Säule hier. Ich habe da einen ganz einfachen Trick gemacht. So. Ich wusste jetzt nämlich gar nicht mehr, ob die Tür zu ist. Also ob die Tür versperrt war oder nicht. Aber ich mache jetzt zum Beispiel was ganz anderes. Ich stelle mich hier hinten hin. Und werde jetzt den hier übernehmen. Ja, ist ja das Schöne, dass ich hier Winnie übernehmen kann. Der kann dann einfach an die ganzen beschissenen Plätze gehen. Und hallo. Da haben wir Nummer 1. Komm mal her. Werd erledigt. So. Ich will euch alle jetzt haben. Jawohl. Jetzt haben wir alle geholt. Jetzt können wir uns einfach hier hinstellen. Und warten. 1, 2, 3. So, und das war's, wie man den gesamten Raum da einfach freiräumen kann. Also wirklich nützlich, wenn man das Ganze nicht weiß, kann man ja den Typen heilen. Der sagt es ja einem schön. Ich habe das anfangs nicht gewusst, deswegen habe ich ihn geheilt. Und ja, nehme ich hin. Ich meine, man trifft sowieso nicht mehr auf ihn, soweit ich weiß. Ja. So. Jetzt kann man hier, glaube ich, auch noch hin. Ja, da gibt es auch noch ein paar Viecher. Die sind aber auch nicht allzu schwer. Wie schon gesagt, ich habe das Ganze schon mal hier gehabt. Aber meine Aufnahme ist ja irgendwie in den Arsch gegangen. Fand ich nicht so gut. Fand ich echt nicht so gut. Du vergiss dich mal. So. Ja, Handy, was willst du? Halt doch dann. So. Ja, da drauf, der ist fast tot. Und weg ist er. Ich will an die Truhe. Die Truhe hat hier eine Potion und ein Kristallei. Das Kristallei wird noch seinen Zweck finden. Oder es kommt diesmal was anderes und ich. Es kann sein, dass ich vielleicht diesmal was anderes von den ganzen Sachen brauche. Ich weiß ja nicht, ob die Sachen hier genauso bleiben, wenn man es neu spielt. Aber ich glaube nicht. Und zwar wegen der Person, auf die wir jetzt dann treffen. Und der ist nicht so einfach. Der ist echt nicht so einfach. Oh, ich hab. Ich sehe gerade, dass ich fast nichts habe. So. Ist nicht cool. Echt? Ich kann dich nicht auswählen. Ich muss zuerst equippen. Das ist doch schön. So, jetzt habe ich dich. Jetzt kann ich dich auch verwenden. Das ist leider viel weniger Schaden, als ich erwartet habe, würde ich sagen. So, mal gucken. Nicht noch hinfallen können. Das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe, den umzuhauen, bevor er sich vor mich dreht. Oder zu mir dreht. Könnte ein bisschen knapp werden. So. So. Ja. Jawohl. Wie schon gesagt, war ein bisschen doof. Ja? Weil ich hier fast keine Zauber mehr hatte. Nicht so cool. Ja, und zwar wird er einen eh immer angreifen, weil der will ja hier den ganzen Loot haben so, aber der hat andere Items. Ich weiß nicht, ob er jedes Mal andere Items hat, aber bei mir hat er bis jetzt dreimal verschiedene Items gehabt.
Also ich habe ihn jetzt zum dritten Mal bekämpft und er hat immer was anderes gehabt. Jedes Mal. Muss ich noch untersuchen lassen. Also um ehrlich zu sein, du bist gar nicht so geil. Melves Acid Arrow macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Aber wisst ihr was? Ich lasse jetzt mal den Stab drinnen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr Schaden dann mache oder keine Ahnung oder weniger. Schauen wir mal. Aber probieren über studieren. Du, aber schön bist du reingeflogen. Bitte gleich nochmal. Nein? Oh. Ach genau, euch gibt's ja auch noch. Okay. Kannst du ihn wirklich angreifen? Aber ich glaube, ich treffe den Stab gar nicht. Oh wow, ich hab's sogar getroffen. Ich glaub's nicht. So, ich brauche Winnie nochmal. Komm mal hier, kleiner Drache. Okay, nee. Ich bleibe doch lieber bei der Armbrust. So, tauschen bitte. Bitte. Ich bleibe doch lieber bei der Armbrust. Was hab ich hier? Burnings hab ich. Ich wollte die Armbrust. Nicht dich. Ich wollte die Armbrust. Ja, passt schon. Hey, Stone Hands kann ich gleich nochmal machen. Also kleiner Bein gegen Flame Arrow Lightning Bolt. Du bist scheiße, dich können wir einsetzen. Wenig Schaden. Wow. Ich dachte, Melves Acid Arrow würde viel Schaden machen. Warum macht er nicht? Schön. Auch noch auf den falschen. Mensch, freue ich mich. Komm, jetzt hau ab. So. Also wirklich, ich dachte, der macht mehr Schaden, aber das ist ja echt gar nichts. Ah, okay. Gehofft, aber nichts gehabt. Schade. So. Du, komm mal her. Ja, ich brauche dich noch. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus. Morphrow Mutamins Challenge. Jawohl, die machen wir ja gerade. So. Schwören mit dir reden. Weiter heil uns mal kurz. Immer noch mit dir reden. So, und zwar will ich mir anschauen, nicht du. Was kannst du denn so alles? Druide, mein. Fünfmal. Den kann ich sogar einsetzen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Bars weg. Ocean of Bless, Critical Wounds. Was machst du eigentlich da oben? So, wieder mal ein bisschen sortieren. Ich brauche die ganzen Tränke nicht da oben. Die sind mir da oben ein bisschen im Weg. So. Was habe ich hier noch? Dich kann ich verkaufen. Dich kann ich verkaufen. Protection from Elements. Weiß ich nicht so ganz, ob ich es noch brauche oder nicht. Die ganzen Fallen und so weiter kann ich leider nicht verkaufen. Finde ich doof. Dich können wir verkaufen. Dich kann ich, glaube ich, gar nicht verkaufen. Only because of a distinct notch missing from the blade. Only because
Powers of the Distinctive Moments schon ein bisschen vor. Okay. Die kann ich, glaube ich, gar nicht verkaufen. Jawohl. Plot-Items kann man nicht verkaufen. Ich weiß zwar nicht, warum das als Plot-Item zählt, aber ist halt so. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und... Nein, nicht verlassen. Ich wollte weiter. Für 150 Gold, ey. Ja, hier, hier, hier. So, aber... Ich kann jetzt hier weitergehen. Na? Ich hasse Spinnen in diesem Spiel. Na, lass sie mal fallen. Natürlich nur eine von 5 da drum. Finde ich nicht so cool. Wollen die doch endlich bitte sterben? Du brauchst Heilung. Ja, schön. Das ist echt schön. Okay. Okay. Nee. Tschüss. Das kannst du vergessen. Handy, halt doch dein scheiß Maul. Meine Fresse. Ja, komm. Du kannst mal gleich bleiben. Ja, Heilung, weil ich habe die ganzen Debuffs drauf. Die möchte ich alle weghaben. Jetzt ruhe ich mich aus. Und dann kann ich wieder meinen Viech beschwören, dann können wir wieder zurück und dann werden die Viecher weggehauen. Ein bisschen doof. Weil ich habe das Gefühl, dass einfach, wenn ich die umwerfe, sollte man normalerweise eine Möglichkeit auf ein gute Gras haben. Und ich habe das Gefühl, dass man den hier nicht bekommt. Ja. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber es wirkt halt so. So. Natürlich Resistenzen draufhauen. Resistenzen sind hier, glaube ich, gar nicht so schlecht. Invisibility könnte ich machen. Nö, brauche ich nicht. Na dann, zurück geht's. 450 Gold, ey. Stirb, danke. Jawohl, da. Jetzt sind sie tot. Nee, vergiss dich. Mich brauchst du erst gar nicht angreifen. Und das war's. Kann ich dir das geben? Jawohl, kann ich sogar. Ich habe eben mehr als genug von denen. Die brauche ich nicht wirklich. Okay, aber ich hätte nicht erwartet, dass ich die mal wirklich gebrauchen könnte. Ja. Weil eigentlich habe ich die nie genutzt. Weil ich mir dachte, ja, scheiß drauf. So, wir sind jetzt im letzten Raum. Hier gibt es dann noch ein Rätsel. Und dann sollte eigentlich hier diese Mutamins Challenge vorbei sein. Ich schaue mich jetzt hier noch um. Und ich habe eigentlich auch noch vor, hier wieder in die erste Ebene zu gehen. Einfach mal, um dort nachzuschauen, wegen der anderen Tür, in die ich hätte gehen können. So. Ansonsten gibt es hier eigentlich gar nichts mehr. Natürlich bis auf die Sache. Aber das schauen wir uns dann wann anders an. Wir sehen uns beim nächsten Part dann wieder in der ersten Ebene, wenn ich bei der anderen Tür dann wieder, wenn ich vor dem anderen Weg stehe und den dann wieder runterlaufe, weil ich habe dann, weil ich glaube, ich komme dann hier hinten raus. Bis dahin, Leute. Auf Wiedersehen und tschüss.